Wohnst du auch in Berlin und hast Schwierigkeiten, Termine beim Bürgeramt zu bekommen? Manchmal ist es ja auch richtig dringend. Früher ging das, dass man dann einfach zum Bürgeramt hingegangen ist, da wo man wohnt und spontan noch so Termine gekriegt hat. Das funktioniert jetzt leider auch nicht mehr. Wenn man dann zum Beispiel ins Ausland möchte und der Kinderreisepass vielleicht verlängert werden muss, weil er nicht mehr die 6 Monate gültig ist, hat man ein Problem. Wenn man sich dann hier durchguckt, können wir mal schnell gucken, ob es hier jetzt gerade schon Termine gibt. Berlinweit suchen. Dann haben wir jetzt tatsächlich hier, sieht zwar so aus, ist aber nicht der Fall, für heute Termine oder auch nicht. Meistens sieht der Kalender so aus, und zwar egal, wann man nachguckt. Morgens um 6. Am Monatsanfang, am Monatsende, irgendwie sieht es so aus, als wären die Termine immer alle voll. Ich habe, wann war das denn? Am Dienstag, am Montag, am Dienstag spontan einen Termin bekommen und wollte darum einfach mal teilen, wie ich das gemacht habe. Ich habe nämlich erfahren, dass ja immer so um 8 Uhr die neuen Termine eingestellt werden von den Bürgerämtern. Kann natürlich sein, dass manche ein bisschen kurz vor 8 das machen, manche kurz nach 8. Das heißt, man sollte sich, also es hilft nichts, wenn man morgens um 6 hier nachguckt, sondern man sollte sich wirklich so um 8 rum auf die Lauer legen und immer wieder diese Seite aktualisieren. Mal gucken, ob ich heute damit auch wieder erfolgreich bin. Ich hoffe es. Und dann sollte man wirklich, also wenn es dringend ist, dann muss man einfach den nächstbesten Termin nehmen. Ne? Man wählt ja vorher seine Serviceleistung aus und ich glaube, es werden dann auch nur die angezeigt, für die diese Serviceleistung halt auch möglich ist. Und es gibt ja auch so diese sogenannten Vorzugstermine, wo es halt darum geht, eine Wohnung an- oder abzumelden oder auch Reisepass oder Kinderreisepass zu beantragen. Da kann man ja manchmal einfach nicht so lange warten. Bezüglich des Kinderreisepass habe ich von einer netten Mitarbeiterin im Bürgeramt dann auch noch erfahren, es war mir gar nicht bewusst, aber man erzählt es einfach mal auch, dass ja sogar schon ab Babyalter die Kinder auch einen Reisepass oder einen Personalausweis kriegen können. Die sind dann natürlich einfach mal länger gültig. Aktuell ist es ja so, dass der Kinderreisepass immer nur noch ein Jahr gültig ist. Das ist eine Änderung seit letztem Jahr, ich glaube seit 1. Juni 2021. Macht ja natürlich eigentlich auch Sinn, weil die Kinder sich in dem Alter ja einfach noch so viel verändern und das Bild da sicherlich ja gut ist, regelmäßig zu aktualisieren. Genau, der braucht aber natürlich so seine 4 Wochen, wenn man so einen normalen Reisepass für ein Kind haben will, aber der ist dafür dann 6 Jahre gültig. Mit dem neuen jetzt hat man halt einmal im Jahr gegebenenfalls diesen Stress, wenn man nicht, vor allem wenn man nicht rechtzeitig dran denkt, wobei selbst wenn man rechtzeitig dran denkt, also man geht ja nicht davon aus, dass es jetzt so ein Vierteljahr dauert, dann einen Termin zu kriegen oder so. Ja. Aber wir waren tatsächlich erfolgreich und man sollte das dann vielleicht schon so planen, dass man an dem Tag hoffentlich gleich Zeit hat. Ich weiß nämlich nicht, ob Termine für zwischendurch freigeschalten werden oder ob die jeweils nur für den aktuellen Tag ein paar Termine reinsetzen. Da ist dann auch manchmal erscheinen welche, die sind dann auch wirklich gleich wieder weg. Also das sollte man einfach drauf losklicken und versuchen, sich einzuschnappen, wenn das irgendwie halbwegs erreichbar ist. Also ich hatte jetzt schon mal einen gesehen, auch weiß ich, 8:48 Uhr am anderen Ende der Stadt. Das schaffe ich natürlich nicht, das hilft dann nichts. Aber wenn es dann Richtung Mittag, Nachmittag geht, da kann man ja zur Not sogar, denke ich, auch die Kinder mal kurz aus der Schule nehmen. Weil es halt einfach gerade keine Auswahl gibt, groß an Terminen, ne? Das hätte ich auf alle Fälle auch gemacht, wenn ich jetzt morgens um 10 Termin gekriegt hätte, dann wäre ich marschiert rüber zur Schule, hätte gesagt, wir müssen mal eben zum Bürgeramt. Ja, wenn am Nachmittag was ist, ist natürlich auch gut, da hat man ein bisschen mehr Puffer. Heute ist ja jetzt auch wieder so ein Tag, wo die Bürgerämter eigentlich länger offen sind, ne? Auf dem Donnerstag, heute ist gerade ein Donnerstag, der 9., wie man sieht. Ja, und ich hatte tatsächlich, nachdem ich meinen Kinderreisepass dann hatte, einen Tag später mit einem Arbeitskollegen geredet und von dem erfahren auch, dass der seit Februar nach Termin sucht und das halt immer voll ist. Insofern dachte ich, vielleicht geht das noch anderen so. Es gibt ja auch dieses Service Nummer 115, wo man anrufen kann.
Da soll man auch Termine kriegen. Wir haben da tatsächlich einen Termin angeboten gekriegt gehabt, den wir nicht auf der Webseite vorher gesehen hatten. Das war irgendwie am 25. Juli. In unserem Fall war das einfach mal zu spät. Wir brauchten eher einen Termin. Wir brauchten einen innerhalb von 2 Wochen ungefähr. Ich habe natürlich auch immer wieder früher schon mal nachgeguckt gehabt im Kalender hier und wollte mich auch schon früher drum kümmern. Aber ich dachte halt immer noch, man hätte die Option, zu seinem eigenen Bürgeramt zu gehen, wenn es dringend ist. Ich wusste nicht, dass es die nicht mehr gibt. Danach kam dann ein bisschen Panik auf, ne? Also gerade wenn man schon irgendwie eine Reise gebucht hat und dann feststellt, hey, man hat nicht alle Dokumente auf dem aktuellsten Stand, dann ist das schon ein bisschen kritischer. Ja, ich werde jetzt hier einfach mal fröhlich weiter aktualisieren. Am Dienstag war es so, dass ich glaube ich so um 7:55 oder so im Endeffekt dann einen Termin gefunden hatte. Aber man weiß halt nicht, wann es genau passiert. Wundert mich auch, dass die Server dann da nicht zusammenbrechen, wenn alle Leute da ständig alles aktualisieren. Keine Ahnung. Aber eine andere Möglichkeit hat man meiner Meinung nach gerade nicht. Vielleicht muss man sich auch einfach nur sehr früh, also genauso rechtzeitig beim, kann man wahrscheinlich auch bei dem Bürgertelefon anrufen, um da noch Termine zu kriegen, bei der 115. Aber da weiß ich nicht, wie gut das klappt, da sie hier auf der Webseite auf alle Fälle ja immer ziemlich gleich wieder weg waren. Wenn man da nicht schnell genug gedrückt hat, hat man manchmal einen Termin. Also, wenn man sich in Ruhe erstmal die ganze Liste angucken will und dann vielleicht noch mal überlegen muss, Klosterstraße, wo genau in Berlin ist denn das nochmal zum Beispiel? Ja, dann ist es halt schwierig. Bis man dann auf den Termin geklickt hat, hat das schon längst ein anderer gemacht und der ist dann schon wieder weg. Arbeiten? Nee, okay. Also man fängt besser nicht zu früh damit an. Sonst klappt das auch nicht. Ja, vielleicht haben wir aber auch heute einfach wieder kein Glück. Aber so wie ich das sehe, ist das die einzige Möglichkeit, einen Termin zu finden. Probieren wir es mal nochmal. Ja, jetzt steht hier wieder also da Bürger. Büro Wasserstadt, das hilft uns aber nicht. Ja, den hat schon jemand anders und der ist ja auch viel zu früh. 8:38 in einer halben Stunde, wenn man jetzt nicht gerade um die Ecke wohnt, schafft man das natürlich wahrscheinlich nicht, ne? Sei denn, ja, vielleicht, wenn man nicht zu weit weg ist, kann ja sein, dass man Glück hat, dass es bei dem eigenen Bürgeramt mal einen Termin gibt. Jetzt haben wir hier einen am 29. Juni. Wenn man jetzt für die Ferien was will, aber der ist auch schon wieder weg. Oder noch nicht da. Da bin ich mir immer nicht so sicher. So, hier mache ich jetzt mal Schluss. So ist es, wie es funktionieren könnte, sollte. Aber es kommt halt sicherlich jedes Mal darauf an, wie viele Termine überhaupt offen sind für den Tag, was freigeschalten wird. Also einfach mal probieren, morgens zwischen 8 und ja, 8:15 Uhr würde ich sagen, oder vielleicht auch schon 5 vor 8. Zwischendurch, habt ihr gesehen, sind mal ein paar blaue Termine erschienen, aber es geht halt wirklich sehr schnell auch wieder weg. Kann natürlich sein, dass im Laufe des Tages, wenn irgendjemand mal einen Termin absagt, auch nochmal spontan was frei wird. Aber ich denke, die größte Chance hat man auf alle Fälle, wenn man es morgens um 8 rum probiert. Na dann, viel Erfolg. Kurz vor 8 und hier kriegt man tatsächlich Termine. Bürgeramt Frankfurter Allee. Also, es verhält sich wie folgt. Man wählt sich seine Dienstleistung aus. Und dann die einzige Chance, die man wirklich hat, ist, wenn man berlinweit Termine sucht. Und ich sag mal, zwischen kurz vor 8 und kurz nach 8 stellen die Bürgerämter ihre Termine rein. Wie man sieht, ist jetzt hier schon plötzlich alles wieder weg. Um 5 vor 8 war es da. Hätte man jetzt einen anklicken müssen, der ist schon wieder weg. Jetzt
Jetzt können wir natürlich versuchen, hier einfach nochmal neu zu laden. Das werden wir jetzt mal ein paar Mal machen. Gestern habe ich es auch schon probiert, da hat es nicht so gut geklappt. Kommt sicherlich immer auch so ein bisschen auf den Tag drauf an, wie viele mögliche Termine es gibt. Und sicherlich sind auch alle Bürgerämter so ein bisschen unterschiedlich von den Zeiten her, wann die anfangen, ihre Termine reinzustellen. Manche machen es vielleicht eher kurz vor 8, manche kurz nach 8. Ich weiß nicht genau, wie da das Zeitfenster ist, aber meine Erfahrung war jetzt, dass man, wenn man um 8 rum hier immer wieder mal nachguckt, dass man da durchaus Termine finden kann. Und dann muss man einfach mal schnell zuschlagen, egal wo das ist. Manchmal ist es auch so, da steht dann hier noch nichts. Entweder ist der dann gerade schon wieder weg oder war noch gar nicht richtig da, bin ich mir nicht so sicher. Bin mir auch nicht sicher, ob es auch reicht, vielleicht diese Seite hier mal gucken. Oh, komm schon. Drei. Jetzt bin ich bestimmt schon wieder zu langsam. Ja, hier ist nichts mehr. Ich gucke mal, ob ich auch den einfach. Ich glaube, ich kann auch den hier einfach neu laden. Das ist natürlich noch besser. Man sollte vielleicht auch nicht zu schnell hintereinander neu laden. Ja, weil sonst wird man gesperrt. Hier, 8:30 Uhr schaffe ich ja sowieso nicht. Den würde ich jetzt eigentlich auch nicht auswählen. Genauso wie 8:12 Uhr, wenn es nicht gerade das Bürgeramt direkt um die Ecke ist, ne? So, und hier würde ich jetzt einfach mal den letzten Termin wählen. Wenn ich auf der Seite gelandet bin, dann habe ich es eigentlich schon. Sonst würde hier jetzt schon eine Fehlermeldung gleich kommen, ne? Ich buche den jetzt natürlich nicht, denn ich brauche keinen Termin und ich möchte den jetzt auch nicht blockieren für jemand anderes. Aber man sieht deutlich, ne? Ist halt so ein gewisses Zeitfenster. Jetzt war es gerade das Bürgeramt Wedding. Also vielleicht hat da wirklich jedes Bürgeramt so ein bisschen seinen eigenen Zeitpunkt, wann sie die Termine reinstellen. Aber so kann man tatsächlich sehr zeitnah, also oder eher nur zeitnah, Termine finden. Na dann, viel Erfolg dabei.